Tim Thaler, die Hauptperson unserer Geschichte, hat sein Lachen an den mächtigsten Mann der Welt verkauft, den Baron. Zugegeben für einen fantastischen Preis. Tim Thaler gewinnt jede Wette und sei sie noch so ausgefallen. Doch dann merkte er, dass sein Lachen sein kostbarster Besitz war. Er will es wiederhaben. Selig Bey, ein alter Araber, hat Tim in langen Gesprächen klargemacht, dass Tim, der doch ein guter Junge ist, sich auf die Seite des Bösen geschlagen hat. Tim muss das einsehen. Er sucht nun eine Möglichkeit, sich dem Einfluss des Barons und seines Sekretärs Anatol zu entziehen. Das kann nur mit einer List gelingen. Und diese List kann nur darin bestehen, dass er scheinbar auf alle Vorschläge des Barons eingeht, um dann vielleicht einen günstigen Augenblick zu erwischen, dem Baron zu entfliehen. Jedoch der Kampf gegen den Baron ist immer schwieriger geworden. Jeder von Tims Schritten wird perfekt überwacht, jedes Gespräch belauscht. Ich halte das Ding immer fest. Eine Eingewohnheit. Ich gehöre einem Volk an, das immer auf der Flucht war und wir wissen nicht, wann wir, wenn wir fort müssen. Warum kann ich keine leiden? Seid ihr Räuber oder Verbrecher? Nein, nein. Keins von beiden. Wir standen anderen immer im Weg. Ja, lebten wir an einem Fluss, dann jagte man uns fort, weil man das Wasser für die eigenen Herden brauchte. Lebten wir in einem Gebirge, dann jagte man uns fort, weil man auf eine Silberrade gestoßen war oder Edelsteine gefunden hat. So würden wir ein Volk ohne Heimat. Jetzt doch einfach sagen können, hier sind wir und hier bleiben wir. Wer einmal zwischen die Mächtigen gerät, der wird hin und her getreten. Mir kommen die Tränen. Selig Bey, ich habe nachgedacht über das, was du mir gesagt hast. Hoffnung ist doch das Letzte, was einem Menschen noch bleibt. Und wenn er dir auch noch aufgibt, ist er verloren. Und keiner kann ihm mehr helfen. Hoffnungslosigkeit ist wie Abgrund, aus dem dich niemand Erfolg holt. Es sei denn, du kletterst selber hinaus, aus eigener Kraft. Du bist die reichste Junge der Welt. Du hast alles, was Menschen erträumen. Vermisst du dein Lachen? Ich vermisse mein Lachen eigentlich nur, wenn ich in den Spiegel schaue. Sonst nicht. Das ist sehr schlimm. Das ist sogar sehr schlimm. Denn das Lachen vermisst man nicht äußerlich. Man spürt den Lachen, den Verlust im Herzen. Er macht uns den Jungen unsicher. Sicherlich, aber das erhöht auch den Reiz unserer Aufgabe. Feind aller Entscheidungen ist der Zweifel, Anatol. Aber werfen wir einen Blick auf unsere Verschwörer. Die Herren scheinen es sehr eilig zu haben. Außer Spesen nichts gewesen. Meine Herren, es ist an der Zeit, sich über unser Verhalten Rechenschaft abzulegen. Einer nach dem anderen hat an den Baron verkauft. Aber hinterher, als alles zu spät war, da haben wir uns verzweifelt vor den Kopf geschlagen und gefragt, warum. Warum? Warum? Auf mich wirkte seine sympathische Art einfach zwingend, wenn Sie verstehen. Ich habe ihn anfänglich sogar rausgeschmissen, wenn ich es nur dabei belassen hätte. Aber dann plötzlich sein Lachen, dieses offene Lachen. Uns alle hat er überzeugt mit seinem Lachen. Schon aus Gründen der Tradition habe ich mich zuerst gegen sein Ansinnen gesträubt.
Aber dann konnte ich nicht anders. Mir war das auch alles zuvor höchst suspekt. Aber er hat, ja, das gewisse Etwas. Ich gebe gar nichts auf Äußerlichkeiten. Ich bin ein Schweizer. Aber dieser Mann war, ja eben, er war unheimlich nett. Das Wörtchen unheimlich sollten wir einmal festhalten. Es ist unheimlich, dass unsere Macht jetzt seine Macht ist. Es ist unheimlich, dass 6 weltmarktbeherrschende Konzerne plötzlich an einen Mann verkaufen und dem es dann auch noch gelingt, Herrn Avani, das politische Idol der Jugend, in seine Dienste zu nehmen. Sind die nun so dumm oder tun die nur so? Mit Herrn Avani hat er die Jugend auf seiner Seite. Die Umstände sind doch dir. Der Bub ist unser kommender Partner. Eine Entflechtung dieses Riesenkonzerns, dieses gigantischen Unternehmens ist doch nur möglich, wenn wir dem Bub können erklären, warum es schlecht ist, wenn die Macht nur in einer Hand liegt. Aber meine Herren, wollen Sie die Zukunft der Welt in die Hände eines Kindes legen? Ja, wenn wir überhaupt eine Chance haben, dann nur durch diesen Jungen. Ich kenne den. Anatole, Telex an alle unsere Agenturen. Dringende, aber freundliche, doch unwiderrufliche Einladung dieser Herren nach Lunopolis. Hierher? Ja, in die Höhle des Löwen. Oder wenn Sie so wollen, in die Hölle des Löwen. Ist das nicht ein bisschen riskant? Sie werden unseren Tim Thaler umtanzen, wie einst die Aronita das goldene Kalb. Ja, das wär's dann wohl. Also dann, Heinrich, recht guten Flug zurück nach Hamburg. Gott mit Ihnen. Ja, und gute Reise zum Kongo, Schwester Agatha. Danke. Ich will nicht drum rumreden, Herr Thaler. Aber Sie wissen, Sie werden einmal das Aktienpaket meiner Unternehmungen besitzen, über das ja bis zum Tag Ihrer Mündigkeit der Baron verfügt. Aktien? Was ist denn das? Bitte. Also, stellen Sie sich vor, es wird ein Obstgarten angelegt. Da aber der Mann, der ihn anlegen will, nicht genug Geld hat, um all die jungen Bäume zu kaufen, lässt er selber nur einen Teil des Gartens bepflanzen. Die übrigen Bäume werden von anderen Leuten bezahlt und auch eingepflanzt. Ja, und wenn nun die Bäume Früchte tragen, bekommt jeder, der Bäume pflanzte, von den Früchten so viel, wie es seinem Anteil an den Bäumen entspricht. Und zwar in jedem Jahr neu. Wenn ich also von 100 Bäume 20 pflanze und es werden 100 Zentner Äpfel geerntet, dann bekomme ich davon 20 Zentner. Nein, nicht ganz. Es müssen ja auch noch die Gärtner und Arbeiter bezahlt werden. Aber ich denke, Sie haben jetzt ungefähr verstanden, was Aktien sind. Wenn Sie sich also heute schon entschließen könnten, würde ich Ihnen einen Gewinnvorschuss von 200.000 zahlen. Schweizer Franken natürlich. Danke, ich werde es mir überlegen.
Viel mehr. Eine halbe Million. Auch für Aktien? Auch für Aktien. Später mal. Ich werde es mir überlegen. Ich rechne mit Ihrem Wohlwollen, Herr Tim. Regressia Ciudad. In gewisser Weise, ja. Aber ich glaube, dass es sich von den Versprechungen der anderen Herren sehr unterscheiden wird. Wie viel? Wie heißt es eigentlich? Wissen ist Macht oder Geld ist Macht? Ich glaube, Wissen. Das bekommen Sie von mir umsonst. Das ist ein Gewinn, den man nicht in Zahlen ausdrücken kann. Entschuldigung, ich langweile mich schrecklich. Anna, und kommt jemand, der mir viel Geld anbietet für etwas, was ich überhaupt nicht habe? Sagen Sie, glauben Sie im Ernst, dass der Baron es zulassen wird, dass... Was? Dass aus dem reichsten Jungen der Welt der reichste Mann der Welt wird, der ihm dann Anweisungen gibt? Und wenn ich die Anweisung gebe, dass man mit dem Geld nur Gutes tun darf? Sie sind noch ein anständiger Mensch. Als ich mich entschloss, an den Baron zu verkaufen, da war es mir völlig egal, dass als erster ein tüchtiger Mann entlassen wurde, mein Hafenbetriebsmeister Rickert. Aber das sind Kleinigkeiten. Kleinigkeiten? Sagten Sie, Rickert? Hat dieser Herr eine Tochter, die Gesi heißt? Das weiß ich nicht. Da müsste ich erst im Personalbüro nachfragen. Von Ihnen nehme ich kein Geld. Sie bekommen auch keins. Aber dafür einen Rat. Wenn Ihnen irgendetwas kostbarer ist als alle Schätze dieser Welt, dann hüten Sie es, mein Junge. Hüten Sie es. Das hätten Sie mir früher sagen sollen. Cameriere! Camerero! Hallo, por favor! Un momento, por favor. Schwester Agatha. Heinrich, du verlogenes Miststück. Ich denke, du bist in Hamburg. Ja, und ich dachte, Sie wären bei Ihrem Bischof. Ja, das dachte ich auch, aber ich kann doch Tim nicht im Stich lassen. Ja, ich doch auch nicht. Auch. Also darauf müssen wir einen trinken, ja? Ausnahmsweise sogar mit meiner Genehmigung. Schwester Agatha, darf ich du zu Ihnen sagen? Klar. Ja. Ja, dann. Was? Ach so, ja. Agatha, ja. Ob der Tim das schafft? Wäre schlimm, wenn er es nicht schafft. Der arme Junge, der hat ein Problem zu bewältigen, bei dem sogar ein erwachsener Mann Schwierigkeiten hätte. Sicherlich möchtest du heute wieder spielen.
Aber wir müssen auch etwas lernen. Und so habe ich beschlossen, dass wir heute spielen lernen. Zum Beispiel, wie mache ich mit den Menschen, was ich mit den Menschen machen will? Hier sitzen die, die Sprüche erfinden. Sprüche, ohne die man nichts verkaufen kann. Sogenannte Slogans. Hier werden Worte zu Sätzen montiert und diese Sätze müssen verführerisch klingen. Verführerischer als die Melodien des Rattenfängers von Hameln. Und hier sitzen die, die jeden Prozess gewinnen. Hier lasse ich meinen Willen zu meinem Recht und meinem Gesetz machen. Du musst wissen, Tim, meine Unternehmungen sind über die ganze Welt verstreut. Und man muss immer damit rechnen, in Konflikt zu geraten. Aber hier stellen wir Illusionen und Träume her. Träume, die die Menschen träumen wollen. Bunte, schöne, herrliche Träume. Wenn wir zum Beispiel eine Fabrik haben, die Kleider herstellt, dann schaffen wir zuerst den Traum. Und dann kaufen die Menschen. Weil sie glücklich sind, einen Traum kaufen zu können. So dumm sind die Menschen? Sie sind zu verführen. Bei uns zu Hause kenne ich eine Quelle, aus der kommt ein Wasser. Das schmeckt ein bisschen besser als anderes Wasser. Wenn ich nun das Wasser in Flaschen abfüllen würde und der Flasche eine besondere Form geben würde und das Etikett bunt mit originellen Buchstaben verzieren würde, dann... Du bist auf dem richtigen Wege, Tim Thaler. Die Menschen würden dir das Wasser mit Begeisterung aus der Hand reißen. Schon nach 3 Tagen könntest du die Preise erhöhen. Ist ja fantastisch. Und das Wasser kommt nur aus einer Pumpe in unserer Straße. Aktion Wasser. Wir werden eine Flasche herstellen, die gut in der Hand liegt und von angenehmer Farbe ist. Wir werden Handzettel, Plakate, Fernsehspots haben. Wir werden den Menschen ihre Wünsche und ihre Sehnsüchte nach der guten und reinen Natur erfüllen. Sie müssen es geradezu auf der Zunge spüren, welchen Dreck sie bisher getrunken haben. Wir werden eine Abfüllanlage konstruieren und sie vollautomatisch steuern. Wir werden Gleisanschlüsse haben und einen Großflughafen in der Nähe. Und woher nehmen Sie das Wasser? Aus der Leitung, Tim Thaler, aus der Leitung. Aber die Pumpe in unserer Straße? Die interessiert keinen. Es ist ein Jammer, dass du nicht lachen kannst. Dein Gesicht, voller Herzlichkeit und berstend vor Freude auf dem Etikett, und die Leute würden kaufen, kaufen. Irgendwo da oben ist Tim.
Der Baron muss sich seiner Sache sehr sicher sein, dass er uns so ungeschoren an sein Versteck rankommen lässt. Schwester Agathe, mal nicht den Teufel an die Wand. Agathe, was ist los? Warum hältst du denn an? Ich halt doch nicht an, der Wagen hält an. Das kann doch nicht sein, du hast doch einen Gang drin und gibst Gas. Eben. Heinrich, ich fürchte, der Baron hat wieder die Hand im Spiel. Hörst du die Stille, Heinrich? Früher bei uns im Kongo, da gab es immer Geräusche. Aber wenn es still wurde, es hat nie was Gutes bedeutet. Agatha, lass uns zurückgehen. Erzähl mir nicht, ich weiß schon alles. Du hast den Baron auf eine Idee gebracht und bist auch noch stolz darauf. Nicht besonders. Ich kann dir nicht einmal einen Vorwurf machen, weil ich gehöre ja auch zu denen, die von Baron bezahlt werden. Aber du, mein Junge, kannst noch alles anders machen. Denken über alles nach, was du hörst, was du siehst, was man dir sagt. Fang sofort damit an. Nur noch das Lachen kann deine Seele retten. Sonst bist du böse und gewissenlos. Machen Sie diesen Lümmel nicht aufsässiger, als er es ohnehin schon ist. Auf Ihre Weisheiten können wir verzichten. Das ist Selig bei. Natürlich. Er gehört hier zum lebenden Inventar. Er war einmal sehr wichtig für uns, aber heute ist er es nicht mehr. Ich werde dem Baron erzählen, wie Sie mit Selig bei umgehen. Ach komm. Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Lachen und Freiheit gehören zusammen. Alter Narr. Sie hassen ihn wohl. Nein, aber es gibt niemanden, den ich liebe.